Macht das überhaupt Damage an den? Ach, die kommen ja auch hoch. Oh, okay. Und die machen schon wieder Schaden an Keule. Ja, super, Epi. Kann man die von hinten theoretisch schlagen? Aber dann bin ich halt unten. Komme ich hier hoch? Ja. Okay, das war dumm. Das war dumm, beide zu triggern. War nicht so gut, glaube ich. Der eine kommt mit. Das ist sogar der typisch für From Software. Achso, dass da denn nur Bullshit ist, oder was? Ach, schon wieder so ein Speer, Heinrich. War das keine Scharlachfäule? Habe ich nichts mehr gegen Scharlachfäule? Was war das, was ich genommen habe? Ach, Blutstillende. Damn it. Warum habe ich denn nichts mehr gegen Scharlachfäule? Kann ich nicht auch so ein komisches Fleisch essen und habe dadurch aber Vergiftung gekriegt oder irgendwie sowas? Stellt LP wieder her. Die müssen einmal nach Strich und Faden verprügelt werden. Das Kristallschwert. Ist gut, kann das was? Vollendes Kristallschwert. Okay, das gucke ich mir gleich mal an. Vollendes Kristallschwert. Was ist das hier? Scharlachfäule. Leichte Scharlachfäule aus 50. Ein aus reinem Kristall gefertigtes Schwert. Kein Mensch könnte solch eine Waffe herstellen.
trotzt nur so vor Scharlachfäule und in mächtiger Magie gehüllt, ihre Angriffskraft skaliert mit Weisheit. Wirbelhieb. Ein Lieblingstalent geschickter Krieger. Wirbelt herum und schlitzt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Das war, glaube ich, das, was der eben bei mir machen wollte, ne? Die müssten jetzt theoretisch ja wieder da sein, ne? Ja. Haha, jetzt bewachen sie eine leere Kiste, die Idioten. Okay, gegen wen hat der gekämpft? Revelio! Eine Hellenrune 5 einmal. Die bringt doch aber nur 5000 oder so, ne? Ist ja nicht so viel. Kann man da oben irgendwo hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil die das da so markiert haben. Wahrscheinlich so kein versteckter Gang oder sowas. Schmetterlinge! Oh, was ist das? Ihhh. Eine Garnele! Oh, ich wollte doch nur zu den Schmetterlingen. Die kann ich nicht einsammeln, ne? Ihhh, warum sind denn jetzt hier Garnelen? Wie ekelig! That's pretty ekelig. Oh fuck, die Scharlachfäule. Oh nee, Digga, und ich hab doch so ein Zeugs nicht bei. Kann ich mir so eine Bolis vielleicht herstellen? Ich will mal kurz gucken. Nein! Ich brauch Kristallhöhlenmoos! Fuck you. Ist das hier alles Scharlachfäule vor mir? Ah ja. Wie soll ich denn da auch hochkommen? Ja gut, ich brauche das Höhlenmoos, glaube ich, Leute. Sonst komme ich hier nicht weiter, oder? Ich weiß halt nicht, sind hier irgendwo... Ja, da sind nämlich Zipfelmützen im Wasser. 4 Stück? 5? 6? 7? Das mit der Scharlach... Oh, mega leck. Das mit der Scharlachfäule, das... Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Haus Vulkan, oder? Oder was meint ihr? Höhlenmoos. Ich bin gerade am Überlegen. Waren wir eigentlich hier nochmal in der Kristallhöhle jetzt und haben diese Gegner gemacht? Könnt ihr euch daran erinnern? Wo war der Drache? Wo war nochmal der Drache, Leute? Kristallhöhle der Akademie. War das da, wo die zwei Gegner waren? Ich will mal kurz. Da müssen wir mal kurz in die Höhle gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Haus Vulkan. Weil ich glaube, da jetzt lang zu laufen. Weiß ich nicht, ob es das so viel bringt. Hier
jetzt doch Höhlenmoos. Kann ich das daraus? Kristallhöhlenmoos. Was ist der Unterschied zwischen sprießendem Moos und Kristallhöhlenmoos? Ist das nicht beides dasselbe? Okay, interessant. Ach, ich glaube, das eine war das dunkelblaue, ne? Na, so ein Bullshit. Da links, das war's, glaube ich. Das blaue hier. Ja, Kristallhöhlenmoos. Okay, dann können wir uns da nämlich ein bisschen Boli herstellen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Und als ich jetzt die Folgen geschnitten habe, da waren wir nämlich gerade hier unten unterwegs. Und sind da auf diesen Boss getroffen und ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob wir den jetzt hier unten gemacht hatten oder nicht. Investieren in Bolis. Drache? Hier gibt's doch keine Drachen. Doch, doch, doch. Da waren Drachen. Ich hab sie genau gesehen. Sie waren überall. Dammit, da hat der Pisser mich echt noch getroffen. So eine Pissnase. Müssen wir an dem Dicken da vorbei. Oh, das habe ich schon fast vergessen. Damn it. Die haben wir jetzt schon gemacht, oder? Ja, die haben wir schon gemacht. Okay. Das habe ich mir noch nicht geschnitten. Darum wusste ich nicht, ob wir die jetzt gemacht haben oder nicht. Ich wusste nur, dass hier diese zwei Kristallianer drin waren. Und ich wusste nicht, ob wir die dann schon gemacht haben oder nicht. Haben wir eigentlich den Drachen getötet oder ist das so ein Wesen, was immer wieder kommt? Das wisst ihr nicht, wa? Oh! Die sind hier nur runtergefallen. Lol, ich habe mich vielleicht kurz erschrocken. Ganz kurz habe ich mich erschrocken. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jetzt noch was mit denen machen können hier. Oder ob die dadurch, dass wir ja jetzt die Hauptstadt da zerstört haben, ob die jetzt hier alle weg sind. Nee, die sind noch da. What's this? Have you reconsidered the prospect of rising with us against the Erdtree? Aber eigentlich will ich das ja nicht. Ich will ja nicht gegen den Erdbaum kämpfen. Aber ich will gerne wissen, was in Haus Vulkan abgeht, Leute. Was hier abgeht. Das würde ich gerne wissen. Very Na los. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. Make yourself comfortable. Schlüssel zum Gesellschaftszimmer. Okay.
Schlangentöter-Schwer. Und dadurch, dass ich den Boss gesehen habe, weiß ich natürlich jetzt auch, was damit gemeint ist. Krass. Sind hier jetzt Gegner drin oder was erwartet mich jetzt hier? Da ist ja eine Frau, wer ist das? Brief von Haus Vulkan. Schon wieder ein Brief. Eine schriftliche Einladung des Hauses Vulkan mit dem Namen eines zur Jagd ausgeschriebenen Befleckten. Istvan, der alte Ritter. Er hält sich in Limgrave auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Besuch von Haus Vulkan Istvan. Okay, Hallöchen, God of Gurke. Sehen wir heute eigentlich Malenia? Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Also, keine Ahnung, wie schnell wir hier durchkommen. Ich will auf jeden Fall, die sieht ja sehr glücklich aus. Ich möchte auf jeden Fall gerne den Boss hier in Haus Vulkan noch mitnehmen. Wer ist das denn? Der hat ja gar keinen Schädel, oder? Und God of Gurke, danke für die Community-Punkte. Hello again, brave tarnished. It is a shame that I did not beckon you here. Oh, das ist die mit der Kette damals. But I am pleased that we meet again. Here, at the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance, may you tread the path of valor. Das ist die von damals. Wir haben ihr doch die Kette gebracht und haben ihren, den, der sie da so misshandelt hat oder sie in Bedrohung gesetzt hat, den haben wir doch dann getötet. Brave tarnished, under Lady Tanith's guidance, may you tread the path of valor. Of valor. Alter, die Stimmen sind auch einfach so geil, ne? You. What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Das verstehe ich nicht. Then you must leave immediately. Those with weak stomachs have no place here. Ich rede nochmal mit ihm und sage, ich verstehe es. I told you to leave. Oh. Or do you claim to understand what it means to be a recusant, renouncing grace and hunting down one's own? Ich will doch nicht die Brüder jagen. Well, as long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy. And blasphemy! And leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. Warum sollte ich denn jetzt andere Befleckte töten? Will ich doch gar nicht. Haus Vulkan ist mir ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Die sind sehr böse. Eine gute Idee. Ihr macht das mal mit Ellen klar und ich gehe arbeiten. Okay, das hört sich sehr gut an, Kingcom. Dann viel Erfolg beim Arbeiten. Schön, dass du da warst. Evie gehört zu den Schwachen. Jagd die Ketzer, jagd die Ketzer. Hallöchen Pikachu, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Auf bei dir ist alles Pipapaletti. Liebenswerte Person. Warte mal, können wir jetzt aber an der Stelle theoretisch diesen Pfad hier entlang? Obwohl, da sollten wir ja diese komische Pose machen, ne? Entschuldigung, das war keine Absicht. Keller. Wahrscheinlich Haus. Sarg anbieten. Parfümflaschen.
Wo ist meine Lampe eigentlich schon wieder? Oh, das sind Schnecken. Alter, ich wollte erstmal meine Lampe anmachen. Oh, ey, das ist schlimmer als jedes Sons of the Forest Horror Game hier, ey. Das ist doch hier eher der Keller, oder? Sprießendes Horn. Okay, da links geht's weiter anscheinend. Oh, hier geht's runter. Ach du heilige Scheiße. I see you! Wieso kommen die nicht runter? Hinter mir, ja, natürlich. Schmutziges Drecksvieh. Handbuch. Und die Asche des wahnsinnigen Parfümeurs, Carmen. Geil, wir haben eine neue Asche gekriegt. Wahnsinnige Parfümeure praktizieren ihre Kunst nur für sich selbst. Carmen war ein vortrefflicher Parfümeur und ebenso stark wie viele Helden. Angeblich suchte er unablässig nach einer geheimen Arznei der Wiederbelebung. Ach, ein Süßi. Komme ich hier nicht durch? Ist das vielleicht das andere Zimmer, wo die anderen gesagt haben, dass man da gegenrollen soll und das ging gar nicht? Beziehungsweise, dass man da diese Geste machen sollte? Oh mein Gott, ich war ja gestern einkaufen bei Netto. Haben die wieder Themenwoche wegen St. Patrick's Day. Ist übrigens am Freitag. Unter anderem haben die Irish Shortbread da. Und ich musste mir zwei davon sichern. Das mit Zitrone schmeckt einfach fast wie von meiner Granny. Oh, wie lecker. Ach, wenn man solche Sachen immer hat, ist das mega schön. Wenn man so kleine Erinnerungsfetzen hat. Bei mir ist das zum Beispiel, ich habe doch von Gertie Berli diese Vollmilchbrocken bekommen. Und auch da ist es so, als ob ich meine Oma schmecken würde. Warte mal, ging es hier nicht noch irgendwo runter? Als ob ich meine Oma schmecken würde. Das hatte sich auch falsch angehört, oder? Oh, Kannibalistin, Hallöchen, Green Maske Phoenix. Ja, das hat sich falsch angehört. Ihr wisst aber, wie ich das meine. Man hat ja einfach so Kindheitserinnerungen an manche Sachen, wenn man irgendwas isst oder was trinkt oder irgendwo war. Und so ist das bei meiner Oma auch, wenn ich diese Süßigkeiten esse. Weil bei meiner Oma habe ich immer richtig viele Süßigkeiten gekriegt. Wärmer, kälter, was? Alles für dich und Daddy Caustic. Ah, Daddy Caustic habe ich schon lange nicht mehr gespielt. God of Gurke. Wir haben gestern zwar ein paar gute Runden Epics gehabt, aber auch viele dabei gewesen, die nicht so gut waren. Ah, oh, da ist schon wieder so ein Bluthundreißer. Ich sehe es doch schon mit meinen Augen. Thank you.
und Reißerkralle. Warum immer schwacher Feind? Weil du overpowered hierher gelevelt bist und hergekommen bist und den dann tötest. Dann ist klar, dass die Leute sich stark fühlen. Ich hab Hunger. Erstmal ein Stück Oma aus dem Kühlschrank nehmen. Tote Oma. Aber ohne Scheiß, warum heißt dann eigentlich diese Blutwurst Tote Oma? Das ist doch schon ein bisschen eklig, oder? Unerwartet das Nachricht, darum preiset Nachricht. Warum ist deine Gnade? Evie, du hast dich gerade selbst zitiert, overlevelt hierher kommen. Ja, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass der schwach war. Ich wusste ja, dass der jetzt nicht so stark sein wird, dadurch, dass ich ja hier schon eigentlich viel, viel früher hätte herkommen müssen. Also, wenn ich sage, oh, die sind ja voll schwach, dann würde ich mir ja selber ins Bein schießen. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht hier. Also, ich bin ja nicht jetzt aus dem Grund erst hier, weil ich Schiss hatte vor dem Haus, sondern ich habe wirklich die ganze Zeit immer gedacht, man darf sich nur für ein Haus entscheiden. Und dann haben wir aber relativ viel Backseat-Gaming gehabt und ich habe auch viel bei KingCom zugeguckt und da ist natürlich auch sehr viel geredet worden. Und da wurde dann halt klar, dass es egal ist, in welche Häuser du gehst und ob du die gleichzeitig machst oder nicht. Es kann Auswirkungen haben, aber es muss auch nicht großartig Auswirkungen haben. Und da war dann für mich irgendwie klar, okay, wenn ich das mit Rani... Wenn ich das mit Rani fertig haben sollte, dann werde ich definitiv nochmal Haus Vulkan machen, weil ich das schon gerne mir nochmal angucken wollen würde. Weil uns ja schon einige Teile hier verwehrt worden sind, dadurch, dass wir halt das Haus nicht gewählt hatten. Und ist klar, dass die jetzt halt ein bisschen schwächer hier sind, weil ich ja schon so lange hier nicht hergegangen bin. Ist das hier eine durchsichtige Brücke? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. It seems no. Oh nee, meine Freundinnen stehen da oben. Die hasse ich ja. Und B, dankeschön für den Resub. Einfach 10 Monate schon. Danke, danke, danke für den Support. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Es gibt ja auch noch Hotdog. Ih, was ist denn das da für ein ekliger Wurm? Ih! Oh! Hat der ein Schwert und ein Schild? Das ist aber ein ganz schön langer Pimmel. Ich habe das Gefühl, an den kann ich mich nicht ranschleichen, oder? Dass ich da irgendwas da hinten anvisiere. Der Wurm von Haus Vulkan ist das. Ist das das Hündchen? Achtung, seltsame Person. Okay, da sind mehr davon. Die Frage ist halt, ich müsste ja eigentlich nach rechts oben jetzt gehen, ne? Ey, B, dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Merci, merci, merci. Nee, also wie gesagt, wir hätten schon viel, viel früher hier Richtung Haus Vulkan gehen können, aber aufgrund dessen, dass ich halt nicht wusste, dass man mehrere Häuser gleichzeitig machen kann, wollte ich das halt einfach noch nicht machen. Also Leute, die dann aber schreiben, warum immer schwache Personen? Die sind halt einfach viel zu overleveled. Und die gehen dann hier in die Gebiete rein, damit sie es halt leicht haben. Das mache ich ja natürlich nicht. Sex?